1934 im Sommer kam ein Rundschreiben von irgendeiner militärischen Behörde. Es werden nach Berlin junge, große Leute gesucht, Mindestgröße 1,83. Es wird da eine Truppe zum Schutz des Führers, genannten Halbstandarte Adolf Hitler, aufgestellt, nach dem Vorbild von den langen Kerls von Friedrich dem Großen. Ja, das Schicksal hat mich da, das wollte es wohl mit mir, dass ich in meinem Leben da am Obersalzberg mal lande. Und nicht nur das, ich wurde sogar engster Mitarbeiter von Herrn Hitler, fast 8 Jahre lang. Die Anforderungen waren enorm, höchste Anforderungen. Hitler war sehr streng, sehr genau, Tag und Nacht, Feiertag und Sonntag. Ich war Idealist. Naja, ich war ein Gefangener, englischer Gefangener. Erstmal war ich schwer verwundet. Meine ganze Heimat, mein ganzes Eigentum schon verloren. Ich habe vielerlei miserable Gedanken gehabt. Naja, was soll ich halt sagen? Es war immerhin mein Chef gewesen. Und die letzten Jahre hatte ich sie auch so aus menschlichen Ermessen als meine Chefin betrachtet, das hat sie auch gewusst. Ich habe meine Pflicht erfüllt. Hätte sie vielleicht auch erfüllt, wenn mich das Schicksal zu Herrn Stalin oder zu Herrn Churchill oder weiß wo verschlagen hätte, hätte ich meine Aufgabe genauso erfüllt wie bei Herrn Hitler und Frau Eva Braun.